Movie Inside, der Dark Frequency Filmtipp mit Jörg Gottschling. Action! Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Das ist eines der wohl bekanntesten Comic-Zitate der Nerd-Geschichte. Und Spider-Man hat so recht damit. Doch was wäre, wenn man gar keine Macht besitzt und es doch leid ist, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist? Mit dem Gedanken heiße ich euch willkommen zu einer weiteren Folge Movie Inside. Mein Name ist Jörg Gottschling und auch mein Wunsch war es mal, ein Superheld zu werden. Und wenn ich es geworden wäre, man hätte mich wohl The Ultimate Little Jörgi Pörgi genannt. Doch der Traum ist vorbei und so machte ich mich auf die Suche nach Gerechtigkeit und wahrer Tugend. Gefunden habe ich aber letztlich nur irgend so einen Kickass namens Dave. Draußen ist einer wie ein Superheld gekleidet und verprügelt Typen. Ha, abgefahren! Dave Leitzewitzki ist einer dieser viel zu häufig auftretenden amerikanischen Losern, die bisher nur am Rande der Gesellschaft standen. Von den Straßenbanditen in seinem Viertel angepisst und vom Batman fasziniert, kauft er sich einen grün-gelben Neoprenanzug und wird zum Superheld. Wird zu Kick-Ass. Doch das ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Feindseliger Rächer wurde zum neuesten Internetphänomen. Das fand ich ziemlich gut. Der kann gut Arschtritte einstecken. Hat irgendjemand eine Ahnung, wer dieser Neoprenanzug-Kreuzritter ist? Ich könnte gerade echt Hilfe von so einem Kerl gebrauchen. Wirklich? Hey, ich bin Kick-Ass! Der sollte sich lieber Ass Kick nennen. Von Straßengangstern übel zusammengeschlagen landet Dave erst einmal im Krankenhaus. Doch schon sein zweiter Auftritt als Kick-Ass bringt ihm digitale Berühmtheit durch ein Video auf YouTube. Von jetzt an kennt ihn jeder. Doch bleibt er nicht der einzige Superheld. Außer dem Helden Red Mist taucht bald ein Duo auf, das es wirklich drauf hat. Und was hast du jetzt noch so drauf? Wer bist du? Ich bin Hit-Girl. Und das ist Big Daddy. Ironischerweise ist Kick-Ass nicht nur eine Hommage an die guten alten Comichelden, sondern basiert auch noch selbst auf einer Comicvorlage von Mark Miller. Miller und Regisseur Matthew Vaughn haben im Übrigen aufgrund des großen Erfolges dieses Films bereits eine Fortsetzung des Comics sowie des Films bestätigt. 2012 soll es soweit sein. Wir bleiben gespannt. Kann ich euch denn erreichen? Kontaktiert den Bürgermeister, er hat ein spezielles Zeichen, das in den Himmel strahlt. Es hat die Form eines Riesenpimmels. Dave wirkt im Laufe der Geschehnisse zunehmend unplatzierter. Im Gegensatz zu Scott Pilgrim in Scott Pilgrim vs. the World hat er keine besonderen Talente, was sich als sehr großer Nachteil für einen Superhelden herausstellen kann. Nett ausgedrückt, brilliert Dave genau in den gesellschaftlichen Zwischenmenschlichkeiten, denen Scott aufgrund seiner irrealen Wahrnehmung und letztlich auch seines Heldendaseins verwehrt bleiben. Denn Dave wird ungewollt zum schwulen besten Freund seiner heimlichen Liebe Katie. Doch all dieses Hochtheoretische braucht dem einfachen Zuschauer gar nicht zu interessieren, denn im Grunde funktioniert der Film großartig. Er hat alles, was das Actionfilmherz begehrt. Coole Sprüche, waghalsige Stunts, freakige Charaktere, zügellose Gewalt und jede Menge Bum-Bum. Wir mögen dich. Du hast Potenzial. Ich bin der Sache echt nicht gewachsen. Superhelden haben heute 8 meiner Männer getötet? Ich muss den Leuten draußen eine öffentliche Botschaft zukommen lassen, dass es schlecht für die Gesundheit ist, Superheld zu sein. Die eigentliche Heldin des Films ist die kleine Mindy, die als Hit-Girl verkleidet in feinster Lolita-Action reihenweise Verbrecher massakriert, zerschnetzelt und löchert. Kick-Ass selbst bleibt eine Randfigur, die allenfalls da ist und zuschaut und nicht weniger die zu rettende Jungfrau in der Not spielt. So, du willst also spielen? Ich hab mich schon gefragt, warum das keiner vor mir gemacht hat. Ich bin Kick-Ass. Googelt mich. Man braucht keine Macht, um ein Superheld zu sein. Und ohne Macht hat man auch keine Verantwortung. Es gibt nichts Besseres als das. Euch ist Spider-Man zu unrealistisch, Superman zu multidimensional und Batman zu theatralisch? Dann freut euch auf Kick-Ass!